Vierter Advent. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Aus dem Philipperbrief. Advent, das ist die Zeit der Vorfreude. Und am vierten Advent, da ist man schon so gespannt und platzt ja schier vor Vorfreude. Vorfreude ist die Fähigkeit, vor Freude außer sich zu sein, obwohl der Grund der Freude noch gar nicht bei einem ist. Vorfreude ist eine bewegende Erfahrung, bei der die Wirkung der Ursache vorausgeht, so sagt es der Theologe Hans-Joachim Eckstein. Vorfreude kann einen Menschen völlig verändern. Leben in der Vorfreude ist durchdrungen von Hoffnung und Zuversicht. Und so möchte ich auf Weihnachten zugehen. Denn Gott kommt zu uns. Unsere Vorstellung reicht wahrscheinlich gar nicht aus für das, was wir da erwarten.